Ja, ganz bestimmt werden ja die meisten von Ihnen, als Sie im Sommer im Urlaub waren, eine Ansichtskarte geschrieben haben. Vielleicht ist auch jemand von Ihnen in der Genossenschaft. In Deutschland ist das immerhin jeder Vierte. Vielleicht spielt sogar jemand von Ihnen Saxophon. Und wenn jetzt bald der Winter endgültig über uns hereinbricht, wird der ein oder andere von Ihnen bestimmt Skifahren gehen. Was Sie vielleicht noch nicht wussten, ist, dass all diese Erfindungen und Errungenschaften, die ich gerade genannt habe, die Genossenschaft, die Ansichtskarte, der Skisport und auch das Saxophon, nicht einfach nur in Europa entstanden sind, sondern im europäischen Austausch. Also dadurch, dass ein Mensch oder eine Idee über eine Grenze gegangen ist, dass in einem Land eine Idee, die in einem anderen Land entstanden ist, aufgegriffen wurde, oder dass Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern zusammengekommen sind und etwas entwickelt oder entworfen haben. Und so steckt eigentlich in ganz vielen Dingen unserer Kultur und unserem Alltag eine sehr schöne europäische Geschichte, die wir in unserem Projekt erzählen möchten. Und diese Erfindungen und Errungenschaften haben wir für unser Projekt Erbstücke getauft. Da ist zum Beispiel die Geschichte des jungen Belgiers Adolf Sachs, der eines Tages ohne viel Geld, aber mit seiner jüngsten Erfindung, dem Saxophon, nach Frankreich gegangen ist, dann dort in Paris viele Fans und Förderer in der Musikszene gefunden hat und dann irgendwann das Saxophon in Frankreich zum Patent angemeldet hat. Oder die Geschichte des Pilsner Biers, denn die Menschen in der tschechischen Stadt Pilsen waren einst so unzufrieden mit ihrem Bier, dass sie das fässerweise auf dem Marktplatz aus Protest ausgekippt haben und dann Braumeister aus Bayern engagiert haben, der mit den dortigen Zutaten, die er dort vorgefunden hat, dann das Pilsner Bier gebraut hat. 2018 ist, wie Sie alle wissen, das Europäische Kulturerbejahr und aus diesem Anlass haben wir uns das eben vorgenommen, diese Geschichten zu sammeln, zu präsentieren, darzustellen und in unserem Projekt, das wir gemeinsam mit der Wikimedia Deutschland als Goethe-Institut durchführen, damit einen Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr Sharing Heritage zu leisten. Jetzt habe ich schon ganz viel von diesen Erbstücken erzählt, aber zu der Frage, wie wir überhaupt auf die gekommen sind und auch wie wir als Organisation überhaupt zusammenarbeiten mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Ausland und in diesem Fall im europäischen Ausland, das wird Ihnen meine Kollegin Bettina erzählen. Zunächst also einige Informationen über das Goethe-Institut und seine Aufgaben. Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt 159 Goethe-Institute in 98 Ländern, 12 Institute in Deutschland und insgesamt arbeiten 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns. Zu den Aufgaben des Goethe-Instituts. Das Goethe-Institut fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland. Es führt Sprachkurse durch, erarbeitet Lehrmaterialien, bildet Deutschlehrer fort und nimmt an wissenschaftlichen Forschungen und sprachenpolitischen Initiativen teil. Das Goethe-Institut nimmt Tendenzen in Deutschland auf und fördert die internationale kulturelle Zusammenarbeit, unter anderem durch Kulturveranstaltungen in den Bereichen Film, Tanz, Theater, Musik, Ausstellung, Literatur, Übersetzung und durch unsere Bibliotheken und Informationszentren, Diskussionsforen, vielfältige Print-, Audio- und Videopublikationen, aber auch durch unser Besucherprogramm vermitteln wir ein aktuelles Deutschlandbild. Das Netzwerk des Goethe-Instituts umfasst insgesamt circa 1000 Kontaktpunkte, wenn man alles zusammenrechnet. Neben den Goethe-Instituten im Ausland und in Deutschland gibt es als Beispiel Goethe-Zentren, Sprachenprüfungszentren, Lesesäle und so weiter. Nun zur Frage, wie wir die Erbstücke gefunden haben. Ende 2017 haben wir unsere Kolleginnen an Goethe-Instituten in Europa gebeten, uns für dieses Projekt Kulturgüter aus ihrer Region zu nennen, die ihren Ursprung in mindestens 3 europäischen Ländern haben. Wir sind dabei von einem weiten Kulturbegriff ausgegangen. Es kamen Erbstücke zusammen, die sowohl dem materiellen als auch dem immateriellen Kulturerbe zugerechnet werden, Spezialitäten, Traditionen, Musikgenre, Baustile, Feste und so weiter. Sowohl traditionelles Kulturerbe als auch ganz junge, lebendige Kulturformen. Aus diesen zahlreichen Vorschlägen wurde eine bunte Mischung aus eingetragenem Kulturerbe, wie zum Beispiel dem Meißner Porzellan, ausgewählt oder auch nicht eingetragenes Kulturerbe, wie zum Beispiel dem Würfelzucker,
dem Saxophon oder dem Punk. So, um zu zeigen, was wir mit diesen Erbstücken gemacht haben und immer noch machen, würde ich gerne einen Blick auf die Website werfen und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch technisch. Ja, wunderbar. Genau, ich lade Sie natürlich auch ein, unsere Seite zu besuchen. Sie erreichen die ganz einfach unter goethe.de/Erbstücke mit UE statt Ü, genau. Aber ansonsten direkt über diese URL. Ja, zu diesen Erbstücken, die eben von den Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland eingereicht wurden, entstehen jetzt im Ausland, also in den Ländern, aus denen der Vorschlag kam, journalistische Beiträge. Wir haben uns da auf eine sehr bildstarke, multimediale Darstellung festgelegt. Wir haben Videobeiträge, wir haben sehr viele Bilderstrecken. Und in diesen Beiträgen wird eben diese europäische Entstehungsgeschichte der Erbstücke erzählt und eben auch versucht, so darzustellen, was dieser Gegenstand oder eben diese Entwicklung über Europa erzählt. Ich hoffe, das funktioniert. Ich versuche Ihnen das mal so ein bisschen zu zeigen. Sie sehen hier, haben wir als Aufmacher immer das aktuelle Erbstück. Sie sehen dann, aus welchen Ländern das kommt und zu welchen Ländern es noch einen Bezug aufweist und finden dann unter Erbstücke die ganze Auswahl und genau so etwa ein neues Erbstück pro Woche veröffentlichen wir hier dann regelmäßig. Sie können sich die Erbstücke auch nach Ländern filtern lassen und sehen dann nicht nur aus welchem Land zum Beispiel welches Erbstück kommt, sondern Sie können auch mehrere auswählen und dann sozusagen sehen, welche Länder durch welches Erbstück miteinander verbunden sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Deutschland und Tschechien wählen, dann sehen Sie hier zum Beispiel das angesprochene Beispiel des Pilsner Biers oder die Kurorte und Spas als Erbstücke oder ein sehr schöner neuer Beitrag, den wir erst jüngst veröffentlicht haben, ist über den Berggeist Rübezahl, eine Geschichte, die gemeinsam von Deutschen, Tschechen und Polen geprägt wurde. Und hier sieht man auch schon so ein bisschen, dass wir immer wieder versuchen, da eben auch auf eine ansprechende, bildhafte Darstellung der Erbstücke zurückzugreifen. Genau, außerdem veröffentlichen wir jede Woche ein Erbstück auf Facebook und Twitter und haben auch da festgestellt, dass es irgendwie viele sehr schöne Reaktionen gibt. Also als wir die Ansichtskarte zum Beispiel vorgestellt haben, hat direkt jemand ein Foto gepostet mit seinen Ansichtskarten, die er gerade aus dem Urlaub schreibt. Oder als wir das Märchen als Erbstück hatten, haben ganz viele so ihre Kindheitserinnerungen damit präsentiert oder erzählt, was sie damit verbinden oder leiten die Beiträge dann auch weiter an Freunde, von denen sie eben denken, dass sie sich dafür thematisch interessieren. Ein auch für uns relativ neues Format, an dem wir uns ausprobiert haben, ist die Insta-Story. Ich weiß nicht genau, vielleicht muss ich ganz kurz dazu sagen, Instagram ist eine Plattform, auf der man Fotos und Videos teilen und tauschen kann und ein Format ist die Insta-Story, in der man eben kurze Geschichten posten kann, die dann eigentlich in der Regel nur 24 Stunden online und abrufbar sind und in der die User sich eben auch beteiligen können, indem sie Umfragen beantworten oder so und Fragen stellen. Und wir haben diese Stories abgespeichert, deswegen können Sie die auch noch nachträglich sehen, nach Ablauf der 24 Stunden. Wir widmen uns immer in einer Story einem Erbstück und vielleicht kann ich exemplarisch mal eines zeigen. Und hier haben wir eben gemerkt, die Möglichkeit, da Dinge zur Abstimmung zu stellen, hat das Ganze so einen sehr spielerischen Charakter bekommen. Also wir machen das sozusagen aufgebaut wie in einem Quiz, dass man hier so versucht, diesen Bezug zu diesen verschiedenen Ländern und zu zeigen, dass es immer mehrere Länder waren, die an der Entwicklung mitgewirkt haben, eben durch so ein Rateformat darzustellen. Ich zeige Ihnen jetzt mal exemplarisch die Postkarte. Ich kann jetzt hier nicht abstimmen, weil es in der Desktop-Ansicht ist, aber wenn Sie es mobil machen, funktioniert das. Ja, jetzt muss ich weiterklicken. Und auch hier natürlich unsere Idee, über die europäischen Geschichten etwas über europäische Geschichte zu erzählen und eben zu zeigen, dass ganz vieles von dem, was wir manchmal vielleicht auch eher national verorten oder denken, dass es aus einem bestimmten Land kam, zu zeigen, dass es eigentlich schon immer viel, viel eher europäisch aufgestellt war.
Genau, jetzt geht es schon zur nächsten, aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit belasse ich es mal bei der einen, wenn Sie Lust haben. Wie gesagt, die finden Sie auf unserem Instagram-Kanal Goethe-Institut. Auf der Seite gibt es außerdem noch ein Dossier zum Thema Kulturerbe. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema und versuchen immer, diese Fragen dann auch anhand unserer Erbstücke so zu beantworten. Also zum Beispiel, was ist Kulturerbe? Und dann nehmen wir hier Bezug auf die Kurorte Spas. Und da ist natürlich so die Idee, durch die Erbstücke einen anschaulichen, guten Einstieg zu liefern und sich dann aber doch tatsächlich eben auch ein bisschen komplexer, tiefergehend mit diesen Fragen zu beantworten. Und zuletzt gibt es die Rubrik Mitmachen. Denn wir wollen diese Liste der Erbstücke, von der ich jetzt erzählt habe, eben nicht als abgeschlossen betrachten, sondern eigentlich vielmehr einen offenen, partizipativen Prozess ermöglichen, in dem Leute und unsere Leserinnen und Leser auch noch Erbstücke einreichen können. Und das geht zum einen auf unserer Website. Da gibt es auch schon Kommentare. Ein Leser hat zum Beispiel den Füllfederhalter vorgeschlagen, das Lottospiel, der Kugelschreiber, und auch bei Twitter und Facebook haben wir dazu aufgerufen, Erbstücke einzureichen unter dem Hashtag Erbstücke. Auch da kamen schon Vorschläge und einige der Beiträge oder der Einreichungen unserer Leserinnen und Leser werden wir jetzt auch in einem eigenen Beitrag hier auf Goethe.de Erbstücke umsetzen. Genau, dass diese Form an dem Projekt teilzunehmen ist aber nicht der einzige Weg, wie man Erbstücke einreichen kann und partizipieren, sondern es gibt auch ein Veranstaltungsformat, das diesen Prozess öffnet, und zu dem wird euch meine Kollegin Näheres erzählen. Achso, Entschuldigung. Okay, gut, vielen Dank. Ja, der andere Teil des Projekts sind also die Editatons oder Schreibwerkstätten, die wir in Kooperation mit der Wikimedia Deutschland organisieren. Die Wikimedia hat dafür im Frühjahr 2018 eine Projektseite veröffentlicht, die Sie auch auf dieser Folie sehen, in der das Projekt ausführlich vorgestellt wurde, einschließlich der oben bereits genannten Auswahl an Erbstücken, die wir von den Kollegen bekommen haben, und außerdem auch eine Liste der Goethe-Institute in Europa, die an die Editatons veranstalten wollen. Die Wikimedia Deutschland hat für unsere Kollegen an den Goethe-Instituten im Ausland die Kontakte zu den betreffenden Wikimedia-Gruppen bzw. Wikipedia-Gruppen in den betreffenden Ländern hergestellt. Insgesamt finden also 9 Editatons statt, und zwar zwischen in Brüssel, Lyon, Mailand und anderen Städten. Zielgruppen sind zum einen natürlich Wikipedianerinnen und Wikipedianer, aber auch Leute, die gerne zukünftig mitarbeiten möchten in der Wikipedia oder die sich ganz einfach eben für das Kulturerbe interessieren. An den einzelnen Goethe-Instituten werden Editatons zusammen mit den Wikipedia-Gruppen organisiert. Meist finden sie oder eigentlich immer in den betreffenden Goethe-Instituten statt, in den Bibliotheken der Goethe-Institute, dort ist die passende Infrastruktur vorhanden. Die Veranstaltungen finden immer in der Landessprache statt. In Sofia und in Warschau wollen wir auch Filme erstellen lassen, um eben diese Editatons zu dokumentieren und sie dann auf unserer Webseite, aber auch in YouTube zu veröffentlichen. Auf dem Foto sieht man übrigens einen Editaton in der Bibliothek in unserem Institut in Sofia. Ja, wie läuft so ein Editaton normalerweise ab? Zu Beginn erläutern erfahrene Wikipedianerinnen und Wikipedianer, wie das Editieren in der Wikipedia funktioniert. Sie geben praktische Hinweise zur Recherchearbeit und zur Suche nach zuverlässigen Quellen. Es werden dann gemeinsam Themen und Artikel ausgewählt, die bearbeitet werden sollen, seien es nun Erbstücke aus der schon mehrfach genannten Liste, oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer recherchieren gemeinsam zu eigenen europäischen Kulturerbe ihrer Stadt, ihrer Region. Danach sollen eben Artikel gemeinsam verfasst werden oder auch bestehende Wikipedia-Artikel editiert werden.
Bei diesen Editatons geht es vor allem darum, in den jeweiligen Sprachversionen die gemeinsame europäische Entstehung der Erbstücke herauszuarbeiten. Inzwischen haben schon einige Editatons stattgefunden, zum Beispiel in Warschau, wo zwei Veranstaltungen gemacht werden. Das eine war so eine Art Vorabveranstaltung, in der zunächst eine Einführung gegeben wurde Entschuldigung, und bereits am Thema Rübezahl gearbeitet wurde. Mein Kollege hat vorhin dieses Erbstück schon erwähnt, das bereits auf unserer Webseite ist. Im November findet dann der eigentliche Editaton statt. Die Themen werden dann sein das Meißner Porzellan und die Hanse. Anbei auch Fotos von diesem Vor-Editaton in Warschau. In Brüssel fand vor einigen Tagen ein Editaton statt. Dort ging es unter anderem um einen Artikel über eine Gründung eines Frauenarchivs, das durch neue Fakten ergänzt wurde. Und die Wikimedia Belgien hat aus diesem Anlass auch eine eigene Projektseite veröffentlicht. In Lyon fand auch vor einigen Tagen ein Editaton statt. Dort wurde das Thema Marionetten bearbeitet. Und es sind insgesamt 6 Artikel zum Thema Marionetten entstanden und an 40 Artikeln wurde weitergearbeitet, beziehungsweise diese wurden ergänzt, editiert. Und dadurch ist auch ein guter Kontakt zu der Lyoner Wikipedia-Gruppe entstanden und es ist geplant, in Zukunft weitere Veranstaltungen zu machen. In Sofia wird ein besonders großer Editaton stattfinden, und zwar am Rande einer Bibliothekarskonferenz. Und dort werden auch Teilnehmer aus, nicht nur aus Bulgarien teilnehmen, sondern aus einer ganzen Reihe umliegender Länder. Und die letzten Editatons für dieses Jahr gibt es dann noch in Athen und London in Rotterdam, aber da gibt es noch keine Themen bisher. Und vielleicht noch kurz abschließend auch zu der Frage, wie jetzt diese beiden Teile des Projekts, also unsere Website und die Editatons zusammenhängen. Diese Liste der Erbstücke, die am Anfang entstand und zu denen es jetzt eben diese Beiträge auf goethe.de Erbstücke gibt, diente als Inspiration für die Editatons, an welchen Themen, welche Themen bearbeitet werden können und zu welchen Themen Wikipedia-Artikel geschrieben werden können. Und gleichzeitig schauen wir auch, ob an diesen Editatons neue Erbstücke identifiziert werden können, die wir dann wiederum auch auf der Website aufgreifen können. Gut, um ein Fazit zu ziehen über dieses Projekt und welche neuen Wege wir damit vielleicht auch eingeschlagen haben. Uns war es eben sehr wichtig, dass das Projekt eben immer die europäische Entstehung der Erbstücke herausstellt und auch insgesamt eine europäische Perspektive einnimmt. Wir haben uns am Anfang, also ja schon Ende letzten Jahres, wie Bettina erzählt hat, unsere Kolleginnen und Kollegen im europäischen Ausland gefragt, welche Erbstücke ihnen einfällt. Und da kamen so tolle Vorschläge und Ideen, auf die wir niemals gekommen wären, wenn wir jetzt einfach uns hingesetzt hätten und überlegt haben, was könnte eigentlich alles Kulturerbe sein. Also wirklich diesen... Und mit dieser Liste und mit diesen ersten Erbstücken ist dieses Projekt dann eben auch, hat sich in diese schöne Richtung so entwickelt und die ersten Erbstücke haben da eben auch das so vorgegeben. Uns war wichtig, einen niedrigschwelligen Zugang zu bieten. Diese Erbstücke, ja, steht ja genau, hatten wir auch ergänzt, widmen sich ganz bewusst auch der Alltagskultur. Also wir haben gesagt, wenn Großbritannien hat zum Beispiel den Punk als Jugendkultur eingereicht, so das fanden wir eigentlich ein schönes Beispiel zu sagen, wir konzentrieren uns dann nicht nur auf bereits eingetragenes Kulturerbe, sondern fragen die Leute auch wirklich einfach, was persönlich für sie Kulturerbe ist. Und eben dadurch dann vielleicht auch in einem zweiten Schritt in diesem Dossier die weiteren Fragen des Kulturerbes zu thematisieren, aber erstmal niedrigschwellig einzusteigen. Wir präsentieren die Erbstücke sehr multimedial. Es gibt, wie gesagt, mittlerweile auch einige Videobeiträge dazu. Und auch etwas, was sich so im Laufe des Projekts noch sehr schön entwickelt hat, ist, dass wir so wirklich gemerkt haben, man kann anhand dieser europäischen Geschichten sehr schön etwas über europäische Geschichte erzählen. Wir probieren in den Beiträgen sehr stark so ein Storytelling aufzugreifen und haben gemerkt, man kann... Also einige Gegenstände sind ja auch schon eher älter und man kann immer ganz schön aufzeigen anhand der Entstehung und Entwicklung, welche historischen Begebenheiten es da zu der Zeit auch gab. Also konnte man sich etwa frei in Europa bewegen oder was waren die Bedürfnisse der Menschen dieser Zeit, weshalb dann dieses Erbstück entstanden ist. Und so lässt sich das eigentlich ganz schön verknüpfen und hat eben auch diesen Vermittlungscharakter dann bekommen.
Das Projekt lädt auch dazu ein, sich zu beteiligen, auch ein ganz wichtiger Aspekt, sei es nun auf der Webseite, durch Kommentare oder in den sozialen Medien oder bei den Editathons. Jeder, der Lust und Interesse hat, egal ob Schüler oder auch ganz erfahrene Leute, was die Wikipedia angeht, können bei Editathons mitmachen. Und außerdem ist dadurch die Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut und der Wikimedia intensiviert worden. Bisher gab es sehr wenige Editathons beim Goethe-Institut. Das ist also ein relativ neues Veranstaltungsformat für uns. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das in Zukunft auch öfters eingesetzt werden wird und sicher auch für andere Themen. Vielen Dank.